Bevor das Video losgeht, dann doch nochmal eine kurze Sache in eigener Sache. Ich habe mich vor dem Nigerrennen dezent erkältet, was genau bedeutet. Ja, Fieber, Angina, dies, das, Ananas. Möchte jetzt aber auch kein Mitleid von euch haben. Ich hoffe mal, dass ich dann für euch dann trotzdem noch einen High-Quality-Content-Rennbericht zusammengeschnitten habe. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß dabei. Bis dann. Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer ohne Humor geeignet. Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Videorennbericht von mir. Ich bin es wieder, euer Philipp. Ja, wie ihr sehen könnt, wir sind in der ersten Teilsaison des neuen Spiels angekommen. Diesmal sind wir in der Sim 1, nachdem wir als Vierter hochgezogen wurden. Wir sind auf Platz 10, nachdem wir ein volles Quali bei nur 13 Mann gefahren sind. Und das ist, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, das ist absolut dumm. Ich würde mal sagen, wir fackeln nicht lange rum. Wir springen ins Rennen. Ja, wir erwischen einen doch eher durchschnittlichen Start. Verlieren keine Position, können uns hier aber schon außen an zu dieser vorbeiarbeiten. Jetzt müssen wir aufpassen, weil Katniss und Diego sich gerade so ein bisschen berührt haben. Und auf dem Weg in die nächste Kurve sehen wir jetzt, dass Diego und Doktor sich da nochmal ein bisschen berühren. Wir nutzen das aus, gehen hier wieder außen vorbei und lassen Diego jetzt auf der äußeren Linie auch genug Platz, damit er da durchkommt. Und ja, zum Glück in erster Runde in Monaco ist nichts passiert, kein Flügelschaden, somit war es eigentlich die beste Ausgangssituation für das Rennen. Ja, hier seht ihr nochmal eine kurze Szene, wo QV anscheinend immense Probleme hatte und einfach lost war, da anscheinend irgendwas mit seiner Technik nicht funktioniert hat. Na gut, in Runde 12 sehen wir hier auch Coangelo, der sich hier da anscheinend verfahren hat und dann doch quer in der Wand stand. Na gut, in Runde 36 zeige ich euch jetzt hier ein kleines Duell mit Tobisa. Mittlerweile auf Platz 6, dann auf dem Medium-Stint drauf. Versucht er hier innen einzustechen mit seinem Soften, aber wir können uns auf der Außenseite da doch verteidigen. In Runde 38 ging es genauso weiter. Wir sind weiterhin vor ihm, er mit eben, wie eben erwähnt, ja, schnelleren Reifen. Versucht es wieder innen. Wir kommen hier so ein bisschen ins Rutschen, können aber trotzdem weiterhin vor Tobisa bleiben. Ja, in derselben Runde gibt es dann einen riesen Choke von mir. Ich berühre mit dem rechten Hinterrad die Bande und muss Tobisa und Fabi hier leider vorbeilassen. Somit war es das eigentlich für mich für den momentanen Zweikampf gewesen. Jetzt hieß es für mich, komm, fahr einfach weiterhin durch. Ja, in Runde 57 sehen wir hier ein kleines Duell mit QV, der vorhin ja technische Probleme hatte. Er schießt auf Startziel auf uns zu, ist immer noch hinter uns und wartet jetzt für diese Gerade hier. Hat sich jetzt für die rechte Seite entschieden. Somit haben wir die innere Linie für die nächste Kurve, aber er kann sich hier außen an uns vorbeiarbeiten. Klar, ich hätte eine etwas aggressivere Linie fahren können, habe es aber nicht getan, da ich ein DNF nicht riskieren wollte. Und ja, wir sind in Runde 63. Mittlerweile konnte Laundry auf uns aufschließen. Ist jetzt in der Tunnelpassage hinter uns, wird jetzt auch hier gleich in der nächsten Schikane den Angriff wagen. Wir beide verbremsen uns hier so ein bisschen, kriegen beide leider die Kurve nicht mehr und Laundry entscheidet sich dann dafür, mich dann nochmal vorbeizulassen, da er das als unfair angesehen hatte. Mich jetzt nicht gestört, wenn er vorbeigegangen wäre, aber somit konnte ich dann mit ihm dann doch weiterhin duellieren, was ich auch sehr cool fand. Denn in Runde 64 sehen wir hier den Angriff, wo er dann doch nochmal zurückgesteckt hatte, ich jetzt zum Glück den Flügel nicht beschädigt habe, da er sich hier für die innere Linie entschieden hat und ich für die äußere. Ja, in derselben Runde auf dem Weg wieder durch den Tunnel in Monaco ist er wieder hinter uns und wird jetzt hier innen den Angriff wagen. Wir berühren uns hier leicht so ein bisschen, beinahe die Wand berührt, zum Glück nicht. Bremsen hier deutlich besser in diese Schikane herein, wodurch Laundry leider nicht den Angriff wagen kann und wir ihn weiterhin hinter uns behalten können. Ja, in Runde 65 kam dann Laundry wieder von hinten angeschossen, hat die ganze Zeit versucht an uns vorbeizugehen. Jetzt haben wir die Plätze getauscht, ich über außen, er innen. Und er kommt wieder nicht vorbei, da wir wesentlich später auf der Bremse sind und er somit sich innen nicht vorbeischlängeln konnte. Jetzt ist er hier wieder innen, lasst ihm genug Platz, damit er da nicht in, links in die Bande reingedrückt wird. Ja, der Zweikampf zwischen uns beiden nimmt dann leider doch ein unschönes Ende. Auf dem Weg in die Doppelrechts berühre ich mit dem rechten Hinterrad schon wieder die Bande, komme so ein bisschen ins Rutschen. Laundry hat hier Schwierigkeiten vorbeizukommen, jetzt rutsche ich schon wieder, er berührt mich hinten und meine erste Reaktion war eigentlich mal wieder typisch. Ja, ich habe dann Kevin einfach ziehen lassen und habe dann deutlich noch an Pace rausgenommen, weil ich das Ding nur noch sicher nach Hause fahren wollte, auch wenn es am Ende nur noch P8 geworden ist.
In die Box bin ich dann doch nicht mehr gegangen, weil ich dann zu viel Zeit auf Diego verloren hätte, der dann am Ende nochmal rankam. Aber nun gut, wir sind in Runde 76 in der letzten Runde meines Rennens, denn Marquina überrundet mich hier jetzt zum zweiten Mal, da ich nicht nochmal eine Runde fahren wollte. Und ja, somit ist das Rennen in Monaco beendet, trotz der Schwierigkeiten noch vor dem Rennen, sei es 39 Grad Fieber oder so, habe ich mich dann doch noch durchgekämpft und gesagt, hey, es geht hier um Abstiegskampf, es geht um Punkte. Und ja, hier seht ihr die Standings, einmal ohne Strafen und einmal mit Strafen. Und ja, das war mein Videorennbericht gewesen für Monaco. Danke euch wieder fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder mit humorvollem Content weitergeht. Und wie gesagt, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn das wieder heißt. Can you turn off your mic?